Kann da ein Demokratiefördergesetz helfen? Ach, ich bin ja immer zweifelnd. Wir sind und noch ein Gesetz und noch ein Gesetz und noch ein Gesetz. Also dass das Problem löst, weiß ich nicht. Ich würde mich mehr darüber unterhalten, macht man in der Schule eigentlich ordentlichen Politikunterricht oder Geschichtsunterricht? Kriegen die eigentlich mit, um was es geht? Setzen wir uns mit denen auseinander, die aus fremden Ländern hier hinkommen? Lernen wir denen, sorgen wir nur dafür, dass die Deutsch lernen oder erklären wir denen auch, was unseren Staat ausmacht? Man, müssen die wissen, wie viele Bundesländer es gibt oder müssen die wissen, was heißt, die Menschenwürde ist unantastbar? Also ich glaube, wir packen an den falschen Stellen manchmal vor lauter Aktionismus an. Und viel ist nicht immer gut, sondern tiefer und mehr ist besser.